Den Krieg in der Ukraine stoppen, das hängt aktuell wohl einfach an genau einer Person. Und an diese eine Person können wir uns jetzt direkt persönlich wenden, denn Michael Heuer aus Villingen-Schwenningen wird sich am Sonntag mit dem Motorrad auf den Weg zur russischen Botschaft in Berlin machen, um unsere Friedensbotschaften an Wladimir Putin abzugeben. Michael Heuer ist jetzt bei mir hier in der Leitung. Guten Morgen. Wie kamen Sie denn auf diese Aktion? Ich habe in der vorletzten Woche Überlegungen angestellt, mit dem Motorrad nach Moskau zu reisen, um Herrn Wladimir Putin eine Friedensbotschaft zu übergeben. Meine engsten Freunde und der Familienkreis haben mir sehr intensiv davon abgeraten, in diesen Zeiten nach Russland zu reisen. Mhm. Bin ich ein Mann der Tat? So behaupten es zumindest meine Freunde. Und so habe ich mir fest vorgenommen, diese Woche am Sonntag mit dem Motorrad nach Berlin zu fahren. Und wie wird das Ganze dann ablaufen? Ich werde mit einem Motorrad, das in der Landesfarbe der Ukraine in diesem Augenblick foliert und lackiert wird, nach Berlin fahren, an die russische Botschaft, um dort nicht nur eine Friedensbotschaft abzugeben. Im Augenblick haben wir circa 450 Friedensbotschaften sammeln können, Tendenz nach wie vor steigend. Das bedeutet, auch ihr könnt Michael Heuer noch bis Samstag eine Friedensbotschaft an den russischen Präsidenten mitgeben, die er dann am Sonntag mit dem Motorrad in die russische Botschaft bringt. Schreibt dazu einfach eine Mail mit den Worten an Wladimir Putin an die info@michael-heuer.de. Heuer schreibt mir H-O-Y-E-R. Alle Infos findet ihr aber auch nochmal auf unserer Facebook-Seite. Und ob Michael Heuer überhaupt damit rechnet, bis in die Botschaft reinzukommen und was er sich von der ganzen Aktion erhofft, das hört ihr hier bei uns um 20 vor 9 heute Morgen natürlich noch. Und aber jetzt müssen wir erstmal über ein Thema sprechen, bei dem wir uns aber hier in der Region bestimmt alle einig sind. Es muss wieder Frieden herrschen. Und genau deshalb macht sich Michael Heuer mit hunderten Botschaften auf zu Wladimir Putin. Also zumindest indirekt. Eigentlich wollte er direkt mit dem Motorrad nach Moskau zu Präsident Wladimir Putin fahren, um ihm seine Friedensbotschaften vorbeizubringen. Aber seine Familie hat da natürlich erstmal gegengehalten. Und genau deswegen macht sich Michael Heuer aus Villingen-Schwenningen am Sonntag sich auf, ich sag mal nur in Anführungszeichen, auf den Weg zur russischen Botschaft nach Berlin. Und das nicht nur mit seiner, sondern mit unser aller Friedensbotschaften. Heißt, ihr könnt bis Samstag eure Botschaften an Wladimir Putin, an Michael Heuer schicken und dann geht die auf große Motorradreise. Michael Heuer ist jetzt bei mir in der Leitung. Guten Morgen. Herr Heuer, also glauben Sie, ob Sie überhaupt in diese Botschaft reinkommen? Ich hoffe sehr, dass ich einen Termin beim Botschafter der russischen Botschaft erhalte. Ich bin nicht naiv. Ich glaube nicht, dass der Mann auf mich wartet. Aber ich werde nicht unversucht lassen, am kommenden Montag diese Friedensbotschaften persönlich in der russischen Botschaft zu überreichen. Ja, das finde ich wirklich spitze. Was erhoffen Sie sich denn von der Aktion? Ich bin Motorradfahrer und man trägt beim Motorradfahren einen Helm mit einem Visier. Und wenn man fährt und man hat plötzlich eine Mücke auf dem Visier, dann ist das sehr störend. Und wenn man viele Mücken auf dem Visier hat, dann hält man an und man hält inne. Man reinigt das Visier und man fährt weiter. Und ich hoffe sehr, dass ich eine Mücke auf dem Visier von Wladimir Putin sein kann, dass er innehält und dass er diesen Krieg beendet. Ja, das ist eine wunderschöne Metapher und wir schließen uns dieser Hoffnung natürlich an. Deswegen haben wir von Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop eine Friedensbotschaft geschrieben, die Sie mit nach Berlin nehmen können. Übrigens, ihr könnt diese Friedensbotschaft lesen, denn die ist auf unserer Facebook-Seite hochgeladen. Ja, das finde ich ganz, ganz ausgezeichnet, denn eine mediale Verbreitung von diesen Gedanken bringt das Schneeballsystem natürlich deutlich mehr in Bewegung und mit ihrer Reichweite wird es sicherlich so sein, dass wir da noch weitere Friedensbotschaften generieren können. Ja, das hoffen wir sehr. Also wenn ihr auch noch eine Friedensbotschaft an Wladimir Putin schreiben wollt, bis Samstagabend hättet ihr noch Zeit, ein paar Zeilen zu tippen. Die könnt ihr dann an info@michael-heuer.de schicken. Heuer schreibt man H-O-Y-E-R. Die E-Mail-Adresse findet ihr aber auch nochmal auf unserer Facebook-Seite im Post. Und dann hoffen wir, dass die im ersten Schritt auch wirklich in der russischen Botschaft in Berlin landet.